So, ja, willkommen zur finalen Map. The End Level of the Doom Sigil Episode. Ja, ich hoffe, das wird einigermaßen erträglich. Ich bin mal gespannt, wie oft wir neu laden müssen. Wie viele Gegner gibt es überhaupt? 54, okay, also doch ein paar mehr als nur der Endgegner. So, wieder mit dem obligatorischen Reinknallern. Oh Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Moment mal, rote Tür? Wo ist denn was Rotes? Wir haben einen roten Skull bekommen. Hä? Wo ist denn hier mein Ausgang? Ach, hier geht's weiter. Nee, geht zurück. Ah! Gott, so viele Lost Souls. Jetzt bin ich ja wieder hier unten. Hier geht's nicht weiter? Okay. Boah, Alter, leck mich. Du Scheiß Lost Soul! Mann, Alter, wer hat sich denn so eine Map ausgedacht? Bald endlich kommt doch so eine Scheiße. Die Map ist ja noch abgeranzter, als ich es befürchtet hatte, mein schlimmsten Albträumen. Wir werden eine Menge Leute töten müssen. Leute, sag ich schon. Da kommen schon alle. Wo war denn hier Seal jetzt? Bin ich ja komplett raus. Wo bin ich jetzt gerade? Wow. Ah. Okay. Wow. Was? Mm.
Was? Was, ihr wollt mich doch verarschen hier. War da noch ein Cyberdemon oder was? Ja, da ist noch ein Cyberdemon. That is bullshit. Digga, dieser Typ da, aber der gibt mir Bochart auf den Sack. Vor allem, wenn man teleportiert wird, kann man sich eine Zeit lang nicht drehen. Das heißt, der kann mich abschießen, noch bevor ich mich überhaupt drehen kann. Wie soll das bitte funktionieren? Oh, Glück. Ja, wurde trotzdem dafür anderweitig gebissen. Ganz viel Glück kriege ich die beiden irgendwie aufeinander gehetzt. Musste ich gar nicht. Okay. Das war jetzt schon fast ein bisschen zu einfach. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen was. Weil normalerweise waren ja die Levels immer damit beendet, dass man die Endbosse umbringen musste. Kann ich das vielleicht neu laden? Hallo? So. Das ist ja jetzt ein bisschen zu einfach. Ja, okay. Ich habe genug meiner Geiz. Ja, das war eine dumme Idee, ich weiß. Lass mich doch auch mal. Das Problem ist nämlich, die Spider-Mastermind hat leider keine Chance. Wobei irgendwie doch. Hä? Warum bekommt Spider-Mastermind keinen Schaden mehr? Die bleibt bei 1000 stehen einfach. Ah, jetzt. Yeah, beide erledigt. Woo. Okay, jetzt kann ich ganz offiziell ins Ziel gehen. Mal gucken, ob es noch mehr gibt, was man viel machen kann. Nee, irgendwie nicht. Vor allem, ich komme jetzt hier auch nicht mehr raus, kann das sein? Oder doch? Nee, ich komme nicht mehr hoch. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ja. Im Ausgleich für die letzte Folge, die ja doch sehr lang war. Fuck. Wird die Folge jetzt sehr kurz. Ja, die Folge jetzt sehr kurz. Würde sagen, ist bereits zu Ende. Ich bin in mein Ende gesprungen. Quasi. Ja, gut, da können wir das natürlich wieder hier entfernen. Ne? War ja alles hier. Bam, 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 bam. So. Mal ein bisschen clean. Ja, und dann würde ich mal sagen, das war's für die Folge. In dem Sinne. Gut, die letzte Folge sind jetzt ein bisschen durchgewascht, weil ich mich aufheben wollte für die Endgegner. Gut, dass da jetzt zwei Endgegner waren, die sich gegenseitig bekriegt haben, war natürlich jetzt zu meinem Vorteil. Deswegen ging es relativ schnell. Aber gut.
Haben wir geschafft, ne? Von daher würde ich mal sagen, Doom Sigil, Blind One einmal durchgespielt. Da weiß ich noch gar nicht, was ich jetzt nächste Woche mache. Wie gesagt, zum einen ist natürlich die Möglichkeit, nochmal komplett Doom durchzuspielen, also Ultimate Doom, jetzt alle 5 Episoden quasi, also Doom plus die 4. Episode Alpha, Alpha Doom plus die 4. Episode Alpha. Also die ersten 3 Episoden Doom plus die 4. Episode Ultimate Doom oder Doom Ultimate, und dann halt die 5. Episode Doom Sigil. Ja, dann ist ja immer noch unser Back to Saturn, wobei ich, wie gesagt, irgendwie hängt mir dieses Doom for Doom so langsam aber sicher aus dem Magen, weil das Problem bei Doom for Doom ist, du kannst entweder so spielen, wie es Doom for Doom möchte, heißt also, du nutzt alles, was du zur Verfügung hast, das wäre aber ultra overpowered, weil mit den Sachen, die du dir halt kaufen kannst, kannst du dich praktisch immer wieder wiederbeleben. Wenn du aber versuchst, diese Sachen nicht zu benutzen, dann wird es halt sehr schnell unfair, die Waage dazwischen zu finden, ist halt ermüdend, sag ich jetzt einfach mal. Ja, und dann haben wir auch noch hier unsere Mindtest-Dinger da offen, die ich jetzt sowieso aufnehmen werde. Kommt dann wieder ein bisschen Itaville. Und bei Itaville habe ich doch aufgenommen. Genau, Itaville 12. Habe ich ja noch gar nicht aktualisiert. Na, schau mal einer an. Böser, böser Ronny. Warum ist der Kampf denn eigentlich ein 12? Das hat doch mit 12 gar nicht hin. Wir haben bis 12 gespielt. Der müsste also mit 13 sein. So. Ja. Ansonsten gibt es auch noch, muss ich aber gucken, wie ich das irgendwie einrichte. Ich habe auch noch vor, ja, ich privat spiele jetzt extrem auch Clicker Games, also Clicker-Idle Games. Unter anderem zum Beispiel spiele ich, zeige ich das lieber nicht, das ist nämlich nicht ganz jugendfrei, auf dem Rechner, ein nicht ganz jugendfreies Idle Game, Clicker Game. Und auf meinem Tablet, da spiele ich derzeit Clicker Hero. Und da bin ich immer am überlegen, ob ich sowas in die Richtung auch als Let's Play mal mache. Oder wieder so ein bisschen, also mal wieder ein bisschen Special Let's Play mache, so wie damals halt SimCity oder sowas halt. Ja, ansonsten haben wir ja hier auch noch diverse andere Sachen offen, die wir hier machen können. Ne? Von daher TNT, Plutonia, genau. Ah. Ja. Ansonsten, was mir noch vorschwebt, ist halt sowas wie das hier, also wirklich Vanilla Doom. Ich persönlich habe die ersten 4 Episoden von Sigil Doom, nachdem ich die aufgenommen hatte, habe ich sie privat auch noch mal mit Crispy Doom gespielt. Ist ganz funny. Könnten wir also auch mal vielleicht so als Let's Play vorschlagen. Ansonsten haben wir auch noch hier unsere Dinger, die wir hier gemacht haben. Könnten wir auch weitermachen, aber achso, das hier ist natürlich raus, das ist Schwachsinn. Da weiß ich gar nicht, ob ich davon überhaupt das Safe Game habe, von dem hier. Müsste ich aber eigentlich. Dann müsste ich doch mal Safe Game haben. Das war aber das Safe Game, was uns da letztens über den Weg gelaufen ist. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall hier sowas wie Super Tux oder Mini Doom. Wobei mir Mini Doom Kick zu schwer ist, weil ich bin dieses 2D, also dieses Umdenken, dass man halt nicht mehr nach vorne spielt, sondern zur Seite spielt, ist halt für mich komplett ungewohnt. Deswegen bin ich da nur am Abkacken. Ich bin halt eher so der First-Person-Shooter-Gamer-Spieler. Whatever. Muss ich gucken. Auf jeden Fall kommt das als nächstes wieder eins von den Dingern dran. Welches genau, muss ich mal rausgucken. Weil eigentlich, die beide haben wir ja jetzt letztens erst. Dann müsste jetzt dieses Wochenende wieder das hier rankommen. Wenn ich mich nicht ganz irre. Wie gesagt, werdet ihr denn ja sehen, was denn jetzt rankommt. Ansonsten, ja, Doom Sigil war mal wieder echt erfrischend, tatsächlich. Hat Spaß gemacht. Ist natürlich jetzt auch schon vorbei, weil waren halt nur leider 8 Maps, ne? War ja bis eine Episode von Doom. In dem Sinne, unterm Strich würde ich mal sagen, schau mit V.